zurück im Gefängnis. Von The Secret of Monkey Island. Ach, ist es schön, wieder hier zu sein. Ja. Also, wir haben erfahren, das sind Hundeschlafblumen, die wir da illegalerweise gepflückt haben. Genau. Allerdings denke ich nicht, dass die Hunde die so essen. Nee, die müssen wir kombinieren mit irgendwas Essbarem. Ich wollte sowieso in die Kombüse nochmal. Was bist du? Und wir wollten nochmal gucken, ob es da einen neuen Fleischbrocken gibt in der Kombüse. Ja, genau. Oder ob man den wieder rausnehmen kann. Und die Türen hier. Können wir das gleich machen? Ja. Oh, warte. Ah, ist zu spät. Die kommt hier dann vorne. Dann sind wir erstmal drüben. Dann wieder rein. Oh, Alter. Der olle Papagei. Ich weiß gar nicht, ob kann der noch. Da raus. Wenn wir hier wieder reingehen. Da raus. Wenn wir hier wieder reingehen. Da raus. Nee. Hier wieder da rein. Waren wir schon. Dann können wir rüber. Ist immer gleich, ja? Und jetzt kommen wir wieder da hinten raus. Hinten links? Ja, okay. Ja. Und hier da geht's nicht. Und rechts ist Voodoo. Okay. Ja, dann ist ja einfach. Okay. Direkt nochmal Voodoo gucken? Ja, können wir machen. Ist sie wieder da? Nee. Hey, I'm back and I'm ready to know more about the future. Guess no one's here. Nee. Nee, die kommt erst, wenn wir irgendeinen. Den hier wollte er nicht nehmen. Nee, die wollte er nicht nehmen. Den Voodoo-Kram. Der Typ kannst du auch redet die Abkürzung nehmen. Ah, ja. Das war hier, ne? Ja. Geht nämlich ja, viel gut. Schneller. Das geht wirklich schneller. Ja. So, dann in die Küche. Mhm. Okay, das Schiff hier vorne ist auch irgendwie cool. Ja, voll aufgestapelt. Der Hund. Ja. Lieber was zu sagen, sondern der Koch noch nicht da ist. Kann ich nicht vorspulen. Ach, das ist ja komisch. You're a nee, bunch of foul-smelling, grog-swilling pigs. To be a pirate, you must also be a foul-smelling, grog-swilling pig. Okay. I'll just be running along now. Leave us to our grog. Come back later and tell us how you're doing. Machen wir. Diese Maus. Diese ja. Braucht man den Kamin noch? Nee. Ich nicht. Jetzt muss ich verbrennen. Was haben wir denn noch im Inventar? Ja, die brauchen wir noch, die Sachen bestimmt. Das Pfefferminz braucht man, damit der redet, ne? Ja, genau. Sonst hätte er uns nicht seinen Atem antun wollen. Ja, er kommt aber selten, ne? Ja, ich nur. Jetzt, wenn du nach links gehst, dann kommt er bestimmt. Ha! Nee! Don't go into the kitchen! Der dicke Bauch! Der sieht so geil aus, der Koch. Total! Der erinnert mich irgendwie ein bisschen an Peter Fox. So, hier? Untersuche? Stewed meat. Wir haben ja nichts, wo wir das reinfüllen können. It's not a bay leaf, but every cook makes substitutions. Oha. Jetzt ist es drin. Aber wir haben halt kein Gefäß. Stewed meat. Du kannst es nicht nehmen. Kannst du nicht nehmen. Wir brauchen irgendwie Becher. Aber auch das Fass können wir nicht nehmen. Das essen doch nicht die Hunde. Die essen doch nicht aus dem Becher. Aber wie soll man es denen denn sonst geben? Au! Got it! Was? Er hat's genommen. Nee, doch nicht. Es sah so aus. Okay. Okay. It's boiling hot. Wie kriegen wir denn das? Ist hier sonst noch was? That doesn't seem to work. Oh, schade. Hätte man ja probieren können. Cool, wie wir da einfach kochen können. Ich weiß, dass wir den Grog irgendwann dann mit einer Tasse ja. So transportieren. Vier Tassen braucht man dann, glaube ich. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wo man die herkriegt. Okay, also es ist im Topf, aber wir haben nichts. Wir haben... Hä? Ach, der hat's doch genommen! Ach, das Fleisch... Au! Oh, jetzt haben wir die jetzt Pflanzen... Got it. Jetzt hat er's rausgenommen. Jetzt mal untersuchen.
Warte, wie wann und. Ich brauche den Hotkey für untersuchen. Entschuldigung. L. Look. Ah, look. Looky, looky. It's some sort of meat or meat. Jetzt haben wir substance. Die Blume nicht mehr. Die ist ja jetzt da dran. Das ist doch jetzt Fleisch mit Blumensaft. Hä, echt? Na, ich habe die Blume auch reingemacht. Und das Fleisch war auch drin. Das hat zusammengekocht. So. Ach, das reicht schon. Na, ich okay. hoffe. Ja, dann. Das stimmt, gehen wir das jetzt. Ist gekocht. Hast du recht. Also, na dann, gekocht ja. mögen die das wahrscheinlich nicht, aber. Ach so, na egal. Okay, bessere Idee habe ich nicht. Ja, dann geh zu den Schweinen. Schweinen. Ich gehe zu den Schweinen. Hier, die Hier sind sie schon. Kann ich mit dem reden? Nee. Dann, genau. Einmal quer durch die Stadt. Naja, Stadt. You know. Nimmst die Abkürzung. Ja, wenn ich eine Maus habe, mache ich's. Der läuft schon zur Hälfte nach vorne. Aber es macht schon echt Sinn. Es ist wackel, um wackel, 11 wackel, nachts wackel. Ungefähr. Immer, ne? Hm? Ja. Dann zum Governor's Mansion. Würde ich mal sagen. Oh, Doppelklick, ich würde so gerne schnell laufen. Und ja. Ja, ja, musst du tun, ne? Ja, echt mal. Krass. Sehr süß. Ah, nee. Warte, Entschuldigung. Ja. Ich lerne noch. Wow. Important notice. These dogs are not dead. They are only sleeping. No animals were harmed during the production of this game. Ist das cool. Hä, das wusste ich gar nicht mehr. Wie cool. So gut. Hier hinten jetzt nicht mehr hin, ne? Nee, ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ja, dann mal Rinder. Oh, ich weiß noch, was uns da drin erwartet. Ich nicht. Oder weiß ich es noch? Nee, genau. Vielleicht verwechsel ich es auch. Geh mal in die erste Tür rein. Einfach so? Ja. Oh. This looks like a job for Fester Shinetop. Oh nein. Oh, was? Was? Vase? Der hat die Vase genommen. Ich hypnotisiere. Was? No. Not the red button. Was? Was passiert dort? Untersuche unglaublich. Ist ein ugly hairy yak wearing some wax lips. I can't move it. Ich mach gar nichts übrigens, ne? Es macht alles. Ziehe, Lama. I can't move it. Nimm Klammerenthefter. Benutze Klammerenthefter auf unglaublich gefährlich aussehendes Lama. Was? Ich hab noch keine Maus. Steckt er sich jetzt? Nimm's. I'll need this. They must be nuts. Was? Nimm Wachslippen. Was zum? Das weiß ich gar nicht mehr. Das wusste ich auch nicht mehr. Und wo ist der Sheriff? Maulwurfmittel. Maulwurf. Was passiert hier? Noch ein Maulwurf. Lustiges Männchen. Was? Okay. Zum... Sagenhaftes Idol. It's beautiful. Hey, das brauchen wir doch. Ja. Öffne. Schloss. I can't open it. Uh-oh. Hm. Schwer ein Stuhl. Alter. Mit Sheriff! Oh. Ja. That should hold him for a while. Alter! Boah. If only I had a file, I could get the idol.
Eine Feile brauchen wir. Was haben wir denn jetzt alles? Die Wachslippen. Wachslippen, Maulwurfmittel. Und Stilbuch und den Klammerentefter. Was zum? Du kannst scrollen, oder? Nee. Achso. Achso, hier? Nee, noch nicht. Okay. Ich glaube, wir sind gerade so voll. Was ist da passiert? Look at. I think it's some kind of religious text. Okay. Hä? Die ganzen blöden Witze. Hä, das war voll anders übersetzt. Religious? Der hat gesagt, dass er denkt, das ist irgendeine religiöse Schrift. Stimmt. Und da stand was von Witzen einfach. Blöde Witze. Hä? Okay. They're yak-sized and covered with slobber. I'm certainly not going to chew on them. Ekelhaft. It says gophers won't come near you with this stuff on. Nagetiere für die Ratte. Ratte. Das war ja ergiebig. Okay, ja. Da rein? Wieder? I locked the sheriff in there. Ja. Die Tür zeigt nicht an. Das Gemälde. Geht's hier noch lang? Nee, hier geht's nicht lang. Das Gemälde da? Warte. Gleich. Das hier? Nee. Okay. Die Tür, nee. Auch nicht. Ey, nichts zeigt an hier. Nee, doch nicht. Ich hab das verwechselt. Ich dachte, da ist dieser fette. Nee, das ist, glaube ich. Gefütterte. Erst im anderen Teil. Ja, okay. Bücher? Achso, sonst ist hier gar nichts. Das no time for reading now. Das war die ganze Show. Das war die einzige wichtige Tür. I don't see anything special about it. I still don't have a file. Da müssen wir rein, wenn wir eine Feile haben. Okay. This door appears to be locked. Erstmal fett randalier. Oh, Entschuldigung. Ah. Ich habe rausgeklickt. Meine Maus war nicht gelockt. Alles klar, Entschuldigung. Mein Fehler. Okay. So. Gut. Jetzt können wir wieder ins Gefängnis. Piranha-Pudel. Sieht auch, guck mal, sieht cool aus. Ja, ne? Es sieht richtig. Man kann so ein bisschen reingucken. Wie war es denn früher? Da hat man nichts gesehen. Jetzt kann man das machen. Dann geh einfach wieder ins Gefängnis. Und jetzt gleich Gefängnis, ist ja auf dem Weg. Jo. Krass, Klammerenthefter. Was da abging, ey. Ja, so ein Klammerenthefter ist so ein Ding, manchmal, wenn man es braucht, hat man es nicht, finde ich. Ja, stimmt. Okay, Maulwurfspray. Eine Zelle. Jetzt ist er weg, jetzt sprich mit ihm. Ein Spray haben wir noch. Ja. Otis. I told you. I don't have much more to say. Nee. Das hat nicht geklappt, aber die Ratte ist jetzt vielleicht wieder da. Bei den anderen. Bei den Besitzern. Vielleicht brauchen wir den Käsekuchen auch nicht. Ich will nochmal in die Gasse gehen. Ja. Doch, den brauchen wir noch. Warum? Weiß ich nicht. Ey, was ist der Zwei-Haken-Typ da? Ach nee, das sind keine Haken. So ein Gewichtheber, glaube ich. Ja, genau. Okay, dann. Hier haben wir alles gekauft, ja. Da fehlt nur der. Da konnten wir ihn irgendwie nicht verfolgen. Wir müssen noch kämpfen, ne? Ratte ist nicht da. Ist nicht. I'll just be running along now. Wo sind die jetzt? Die sind nicht weg. Ich dachte irgendwie, die wären in der Gasse. Zu doof. Naja, dann kämpfen wir halt erstmal. Aber da kamen ja keine Typen. Achso, jetzt haben. Achso, vielleicht jetzt. Was Guck haben wir? Mal in Option, ob es da Map gibt als Shortcut. Mhm. Oder irgendwas. Nee. Ach, schade. Okay, nee, okay. Gibt's nix. Nee. Man latscht immer so eben. Gabana Marley. Dann kann man die schönen Schiffe genießen. Ja. Guck mal. Drei Master sogar. Stimmt. Hier ist immer nichts. Nee. Voll das wichtige Eingangshaus. Ja, so. Das erste große Haus. Die gelben Fenster immer. Ja. Will er jetzt reden? Listen, I'm sort of busy right now. Jetzt kann ich I'll skippen. Talk to you later. Nur Szenen kann man skippen. Szenen. Das ist irgendwie keine Szene. Ach so, bei den Zirkusleuten? Jetzt. Da. Komm her. Hässlich. Dich will ich. Hä? Geht nicht. What have you wanting, you scurvy lover? Deckschrubber. Okay. Nice night we're having, isn't it? Oh, I sure hopes you had something more important to stop me for. Ja,
Why do you guys talk so funny? Er muss erst lernen. Pirate lingo. Everybody talk back then. Ach so. Come on, Guybrush, play along. Sorry to bother you. I'll be on my way. Also, wir wissen jetzt schon, dass es im Kampf gar nicht um den Schwertkampf geht, sondern man muss mit Worten den erwischen. Genau. Man muss die bessere Antwort haben. Ja, der sagt nichts. Nice night we're having, isn't it? Der kann das erklärt noch nicht. Uns das denn? I sure hope you had something more important to stop me for. Sorry to bother you. I'll be on my way. Dann muss uns jemand das erst erklären. Ich glaube doch, der Swordmaster, du hattest recht. Dann müssen wir dem Typen folgen. Für den Troll? Ach so, ja. Für den Troll braucht man das Idol, ne? Oder war das eine Quest? Ich denke mal, weil alles, was wir haben. Nee, das war ja eine Quest. Das war eine der drei Prüfungen des Idols. Ach so. Ich dreh mal dem irgendwas anderes. Was? Dem Troll? Troll? Was haben wir denn jetzt? Stimmt. Also, wir haben ja ein paar Sachen. Achso, ich kann nicht. Warte. Geh einfach zur Brücke. Hier kann ich nicht ins Inventar. Ja, genau. Die Lippen, keine Ahnung, das Buch. None shall pass. Das Tierbuch vielleicht, ja? Ja, gib. Warte. Geh. Ja. That's pretty useless, but it's not what I want. Okay. None shall pass. Gut, dann wollen wir alles ausprobieren. That's pretty useless, but it's not what I want. None shall pass. That's pretty useless, but it's not what I want. Das ist alles nutzlos. Du wirst ja nicht, was du willst. Ja. Toll. None shall pass. That's pretty useless, but it's not what I want. Gab's dafür schon einen Hinweis? I want something that will divert attention from things that are really important. Ah. Ablenkt? Von wichtigen Dingen ablenkt. None shall pass. Protokoll? None shall pass. That's pretty useless, but it's not what I want. Und unser None shall pass. That's pretty useless, but it's not what I want. Ich würde einfach alles mal ausprobieren. Ja, die beiden sagen nicht. None shall pass. That's pretty useless, but it's not what I want. Wir haben das noch nicht. Geld macht halt auch keinen Sinn. Something saltier. Mit mehr Salz? Den Fisch? Will er den nicht? Ah, a red herring. Pass. Was? Hä, haben wir das vorhin nicht probiert? Nee, wir haben nichts probiert. Was? Der Typ ist das geil. Das ist der grüne Troll. Cool, dann geh weiter. Jetzt ist er weg. Oh, ja. Ja, einfach mal alles ausprobieren. Jetzt treffen wir Stan! Stan! Cool. Alter, Fuchtel, Stan! Wo bist du? Komm her! Wo bist du denn? Der ist noch nicht da. Ich fasse es nicht. Stan ist der beste Charakter in diesem Spiel. Guck dir erstmal alles an. Ah, ja. Also, Stan's previously owned vessels. Also, der verkauft Gebrauchtschiffe. Ja, genau. Spiffy. Cute, but small. Ist das ein Schild? I don't see anything special about it. Welcome to Stan's previously owned vessels. Bazaar. I'm off searching the globe right now for the finest in previously owned marine transportation. Achso, der ist weg. Ja. Have a look around. I'll be right back. Stan. Stan ist so gut. So, der Grog-Automat. I don't see anything special about it. Warte, ich will's öffnen. It doesn't seem to open. Ah, okay. Der Grog-Automat. Achso, mit Geld. Ja, hast du ja. Wie viel haben wir jetzt? 203? I'm not stupid enough to do that twice. Ah, okay. Ah, sehr gut. Tritt mal dagegen. Was ist denn treten? Pushen? Push vielleicht, Schiebe. Ja. Huh. Nothing. Okay. Es ist... das kaufst du so, wie es ist. Warte, er ist hier vorne. Ah, ne, doch. Dull, dull, dull. Fuel Economy mit Rudern. Ah, so gut. Now that's a nice looking vessel. Ja, wir brauchen ja auch noch ein Schiff. Hm.
wenn wir Captain werden wollen. Ja. Hier die Galeere da, die Wikinger. Das ist so geil. Ah, a fixer-upper. Vor allem cool, dass er zu jedem Schiff was sagt. Stimmt. So cool. Looks like one of those well-engineered imports. Europa-Importe. I'm surprised this one is still afloat. Ach so, echt? Das war's. Rechts kannst du nicht den Steg langlaufen? Nee. Ach so. Oh, Entschuldigung. Ups. Ich muss mal die Maus locken. Mein ja. Fehler. Ja, das war's. Das war's. Da haben wir also einen Dime hier gelassen. Der kommt später, glaube ich. Kommt der nicht jetzt schon? Nee. Okay. Gut, dann kommen wir noch zum Haus. Ja. Das ist dann die letzte Location auf der Map, glaube ich. Cool. Und da ist der Swordmaster. Captain Smirk's Big Body Pirate Gym. Bodybuilder? Sword training, 30 pieces of weight. Cannon firing, 160 pieces of weight. Balls extra. Grappling hook, 130 pieces of weight. Hook extra. Krass. Gut, dann. Well, I think I'll knock. It'd only be polite. What do you want, you wimpy little spineless maggot? Man denkt jetzt erst, der Swordmaster. Stimmt. Could you train me to be better than the Swordmaster? Better than the Swordmaster? You? So geil. You could never be half the sword fighter Carla is. Carla. Even with hours of hard work and sweat and blood. I remember fighting side by side with Carla at Port Royal. The local constabulary had us cornered. It looked like we were done for, but then she said, but I digress. You just don't have what it takes. Hmm. I do so have what it takes. You do not. Stimmt, das geht doch jetzt ewig, oder? I do so. Mal, weiß ich gar nicht. You do not. Das kann man ganz lange I do machen. So. No, I like your spirit. I'll do what I can. Diese, ja. Of course, it'll cost you. What do you got? Well, I've got 30 pieces of eight. Dein Huhn. Say no more, say no more. Let's see your sword. Okay, check it out. Yes, this is a nice one. Let's get to it. Okay, okay, yeah. You yes. Maggot. Why don't you whip that sword out and let's see what you can do with it. Boy! You fight like a dairy farmer. Mm-hmm. I usually don't waste my time with vermin like yourself. But seeing as this LeChuck thing has put a cramp on business, I got no choice. I need the money. Jetzt lernen wir die yes. Ersten. I can see this is gonna take some special measures. Just want you to know, I don't do this with everyone. It's only because I feel that special... Student mentor pieces of eight bonding. And I'm going to these lengths. I'm gonna put you up against the machine. Machine? Is this gonna hurt? The machine. Come at me. Don't be afraid, you won't hurt me. Use your forte against the foible. Watch your footwork. No! Beat first, then lunge. Use your forte against the foible. Watch your footwork. Hours later. You're starting to get the hang of it. Stop it. More hours later. Not bad. You've got good form. Now I'm gonna let you in on the true secret of sword fighting. Yeah. Sword fighting is kind of like making love. It's not always what you do, but what you say. Any fool pirate can swing a sharp piece of metal around and hope to cut something. But the pros, they know just when to cut their opponent with an insult. One that catches them off guard. You see, kid, your wit's gotta be twice as sharp as your sword. Let's try a couple of insults out, shall we? Okay, imagine this. We're fighting up a storm. Just like Carla and I were doing at Port Royal. There's a sudden break in the fighting, and I say to you,
You fight like a dairy farmer. You respond with? Dummer Farmer. Ja, da haben wir jetzt noch nichts. Das ist alles Mist. Ach so, ja. So is your mother. I can see we've got a lot of work to do here. You should have responded with something jetzt like... Jetzt die Lösung. How appropriate. You fight like a cow. Genau. Ja. You see, it's razor sharp wit like that that wins fights. Let's try another. Imagine this. You're trapped up against a wall. My sword just slashed two cuts into your face. I say, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. Shashlik. You respond with? Das so, haben wir jetzt genau. Als Option. I am rubber, you are glue. I can see we're in deep trouble here. Ah. A correct response to soon you'll be wearing my sword like a shish kebab would have been something like first, you better stop waving it around like a feather duster. See? Razor sharp. Now, I suggest you go out there and learn some insults. Jetzt haben wir zwei richtige Antworten. I can't help but feel like I've been ripped off. I'm sure you're feeling something similar. Und wir probieren diese Antworten direkt in der nächsten Folge aus. Genau, bis dann.